Hallo und zurück zu Uncharted 4. So, wir haben Sam immer noch nicht gefunden. Das heißt, wir sollten jetzt vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich glaube, wir müssen hier rauf springen. Das sieht ganz einladend aus. Oder doch nicht? Gehen wir mal hier hoch. So, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir auf irgendeiner komischen Säule oben? Ah, alles klar. Okay. Los, Indiana Jones. Also da kann sich Lara Croft wirklich noch was abschneiden von ihm. Der klettert schon verdammt gut. Okay. Wo lang? So. Ah, was hat denn der da? Was ist das? Knochenkalle. Gut, dass mein Englisch so gut ist, dass ich das lesen kann. Verehrter Finder dieser Nachricht, Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet und andere, um an Avery's Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Ich entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffender Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes, erster Offizier der Suffolk, 23. März 1808. Wow, ganz schön düster. Das will ich auch sagen. So. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. So, und hier hoch. Das kann nicht wahr sein. Nein, nein, nein! Komm mal, zieh! Heilige Scheiße. Ich möchte mal wissen, wenn ich jetzt da runtergefallen wäre, ob ich hier noch hochkommen würde dann. Oh, Sam ist da. Okay. Haben wir ihn doch gefunden, endlich. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Ja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre Ach, meines Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es.
Was? Oh, hat er was gefunden? Ein neues Zeichen. Einen neuen Eingang, Höhle. Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Alles klar. Weiter geht die Suche. Ich hab's Gefühl, dass mit dem Bruder noch irgendwas ist. Irgendwas, was wir noch nicht wissen. Irgendwie, keine Ahnung, ob er uns vielleicht hintergeht oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das haben wir erst in den späteren Kapiteln erfahren. Sam, hier oben. Ich komme. Keiner zu Hause. Hier sah's auch schon mal besser aus, ne? Ja, ganz besonders das Dach. Man hätte unten durchkriechen können, oder? Sam, hier lang. Nein, also, dass er da nicht rübersteigen kann. Ja, das da. Der kann doch rübersteigen. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Hier lang, Nathan. Oh, schöne Spinnenweben. Staubig. Gehen wir hier wieder runter. Muss eigentlich hier weitergehen. Das ganze Gekrieche ist gutes Oberschenkeltraining. Okay. Geht's da weiter? Ne, okay. Oh, hier ist ein Schatz, oder? Ne. Hat nicht gerade was gefunkelt? Sieh dir das an. Das ist keine Strohhütte. Ja, das ist waschechte Maurerarbeit. Okay, haben wir ein bisschen verschaut. Wo kamen diese Maurer her? Normalerweise hat man vielleicht ein paar gute Schreiner an Bord. Und Küfer. Ich geh halt doch mal. Macht ihr denn? Oh Mann, was ich für eine Kamera geben würde. Wir haben eine. Schon klar. Ernsthaft? Ja, ja. Auf dem Boot, bei unseren anderen Sachen. Oh, danke. Was macht ihr denn? Komm doch mal runter hier. Da gibt's hier nichts mehr. Okay, hier ist der andere Weg. Ach, endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Ein bisschen verwinkelt alles hier. Eine Kiste, ich weiß was. Los geht's. Aufpassen! Wir sind wieder im Geschäft. Das musst du dir ansehen. Ja, dann gib mir doch mal deine Hand. Wow. Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piratenutopia, entdeckt nach 300 Jahren von einem gewissen Samuel Drake.
Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich hab immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Genieß den Moment. Sehr geil. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Das ist... Kapitel 14. Mit mir im Paradies. Verdammte Scheiße nochmal, Nathan! Das ist für dich also sprachlos? Ich bin gespannt, was hier wieder Wachen rummeln. Oh, hier gibt's viel zu erkunden, glaube ich. Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Es ist nur dieser Ort. Selbst ohne Schatz ist das ein ziemlicher Fund. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden. Als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Na, irgendwas stimmt hier nicht. Warum haben sie ihre Pferde zurückgelassen? Die werden wir bestimmt bald rausfinden, denke ich. Okay, hier geht's nicht weiter. Hey Sam, sieh mal. Aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Warum haben sie die Pferde zurückgelassen? Artikel 5. Wer die Baltaria in Zeiten des Krieges verlässt, wird mit dem Tod bestraft. Haben sich die Sklaven, Mörder und Diebe wirklich an diese Regeln gehalten? Ich glaube nicht. Darum keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Okay, oben war die Tür, da ging es nicht weiter. Gehen wir nochmal hier raus. Jetzt sind wir wieder auf dem Hof. Da ist das Schild. Hey Sam, sieh dir das an. Schmiede. Oh, ein Säbel. Hier sind ein paar Entermesser. Halt, du räudiger Hund. Cool. Ich wollte nur... Ja, nein, ich weiß. Das sollte nur... Genau. Du bist ein mieser Pirat. Haben Sie mit anderen Völkern gehandelt? Was hier ist.
Schauen, was mein Bruder zu sagen hat. So, wir würden jetzt hier weitergehen. Scheint nichts zu sein. Captain Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Und diese Leute hatten bestimmt. Vielleicht ist an der Papageien-Sache doch was dran. Was ist das für ein Symbol? Nate, sieh dir das an. Ah, ich würde mich gerne in diesem Ding fotografieren lassen, wenn wir eine Kamera hätten. Hey, ich könnte dich zeichnen. Echt jetzt? Ja. Schöne Zeichnung, Nate. Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Wenn Piraten wohl ins Gefängnis stecken? Scheinheilig, oder? Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Das ist erstaunlich, aber wie kommen wir jetzt zu dem großen Gebäude mit dem Turm? Das frage ich mich auch gerade. Hier entlang, mir nach. Da scheint ein Tunnel durchzugehen. Vielleicht hier unten irgendwie lang. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Okay. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Das ist eine Karte anscheinend. Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam. Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Mei. Da will ich hoch. Nicht, weil geht's hier raus. Nope. Warte mal, da war jetzt. Bemalte Kupferflasche.
Da kommen wir raus. Ich sehe Licht da unten. Nein! Was macht ihr denn? Licht da unten. Ich muss hier irgendwo ranspringen, dann bestimmt, oder? Hä? Ist das eine Falle oder was? Okay. Scheiße. Hey, da ist noch mehr von der Kolonie. Da sind noch mehr gefallen. Wollen wir gleich mal wegrotzen? Ganz schön verwinkelt alles hier. Okay, der ist down. Müsste es gewesen sein. Das waren wohl alle. Schnapp dir so viel Munition wie möglich. Das war bestimmt nicht der letzte. Suchen die uns oder den Schatz? Die Grave kenne, beides. So.
So, Leute, wie es jetzt aber hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Und ansonsten bis zur nächsten Folge.